Harro Schulze-Boysen ist Offizier in Hitlers Luftfahrtministerium und liefert heimlich Informationen an die Sowjets, um den Sieg des Nazi-Regimes zu verhindern. Er ist Mitglied der Berliner Widerstandsgruppe Die Rote Kapelle. Über sie wurden zwei aufwendige Spielfilme gedreht. Einer in der DDR, ein anderer im Westen. Beide erzählen allerdings nur die halbe Geschichte. In Brüssel und Paris gab es im Zweiten Weltkrieg ein Untergrundnetz, das die Gestapo ebenfalls Rote Kapelle nannte. Die führenden Köpfe sind Anatoli Gurevich alias Kent und Leopold Trepper. Ende 1941 wird ihr Funkposten in Brüssel ausgehoben. Halt, stehen bleiben! Bleiben stehen! Aufbrechen! Bleiben stehen! Nicht schießen! Der Gestapo fallen zahlreiche Telegramme in die Hände. Noch fehlt allerdings der Entschlüsselungscode, um die verschiedenen Widerstandskreise in Berlin und Paris aufzuspüren. Also mein Vater hat sich ja dann bereit erklärt zu funken. Das war der Weg, natürlich auch mit Gefahren. Es waren überall Pfeiler dort. Seit 10 Minuten ist Funkstille. Nichts mehr zu hören. Eines Tages fühlt sich mein Großvater verfolgt. Vielleicht täuscht er sich. Doch er sieht, wie ihm jemand folgt und kehrt in seine Wohnung zurück. Trepper, Kent und seine Geliebte Margret entkommen. Sie wollen ihre Aktivitäten im besetzten Frankreich fortführen. Aber von nun an ist ihnen die Gestapo auf den Fersen. Hände hoch! Er ist über die Dächer! Pariser Historiker Guillaume Bourgeois hat mit seiner Forschung über die Rote Kapelle ganz neue Erkenntnisse gewonnen. Die Verknüpfung von Geheimdienstoperationen mit der Widerstandsbewegung hält er für fatal. Die Schwachstelle der Untergrundnetze sind die Funkübertragungen. Es sollte eigentlich keinerlei Kontakt geben zwischen den Gruppen des politischen Widerstands und jenen Netzwerken des sowjetischen Geheimdienstes. Dennoch gibt es Schnittstellen. Und einen Mann, der die Existenz dieser sowjetischen Netzwerke kennt. Und er weiß, dass man ihnen helfen muss, falls sie sich in Schwierigkeiten befinden. Das ist Jacques Duclos, Leiter der kommunistischen Partei im Untergrund. Unser Sender in Brüssel wurde ausgehoben. Wir müssen unbedingt Moskau verständigen. Unbedingt. Ihr habt Funkgeräte. Ja, aber glaubt ihr, wir wären Selbstmörder? 5 Stunden Funkverkehr jede Nacht, das ist doch glatter Wahnsinn. Da muss man euch doch schnappen. Die Zentrale in Moskau, der Direktor hat die 5 Stunden befohlen, nicht ich.
Wenn wir nicht bald eine Verbindung bekommen, setzen unsere Agenten umsonst ihr Leben aufs Spiel. Dann bleiben Informationen liegen, die von größter Wichtigkeit sind. Es gibt in Paris noch eine andere wichtige Person, Hillel Katz, den Trepper und auch Leon Großvogel bereits in Palästina kennengelernt haben. Er ist ein alter Freund und von großem Nutzen für Trepper in Paris. Ist der Chef da? Ja, in seinem Zimmer. Er hat schon dreimal nach Ihnen gefragt. Sie geht Paris. Einen Augenblick. Von Pierre. Endlich. Die CIMEX befindet sich hier, am Boulevard Haussmann 89, im zweiten Stock. In der Nähe liegt die Bailly-Apotheke, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ganz nahe auch die Metro. Und Trepper wohnt nur einige hundert Meter weiter. Die Lage ist also sehr praktisch. Georgie de Winter wirkt wie eine Außerirdische, die in diesem Milieu und dieser Geschichte völlig fremd ist. Sie ist eine sehr junge Frau, aufgewachsen in den Vereinigten Staaten und in der New Yorker Kulturszene groß geworden. Trepper ist sehr verliebt. Eine spannende Frage ist, warum kaum ein Mitglied der Roten Kapelle seine privaten Leidenschaften von der eigentlichen professionellen Arbeit trennen konnte. Keiner von ihnen. Und Trepper war nicht anders. Ich hätte das an seiner Stelle vermieden. Es war sehr riskant. Wir wissen tatsächlich vieles über das Liebesleben der Roten Kapelle, weil es permanent präsent war. Als Teil ihrer Spionageaktivitäten oder weil Liebespartner mit eingebracht wurden, ob verheiratet oder nicht. Wie geplant ist Kent mit seiner geliebten Margaret in Marseille untergetaucht. Die quirlige Hafenstadt im Süden steht bisher nicht unter deutscher Besatzung. Kent soll hier eine Filiale der CIMEX aufbauen, samt Funkstation. Doch vorerst genießt das Liebespaar die Sommertage am Meer. Im Juli 1942 beginnt der Vorstoß der Wehrmacht in den Süden der Sowjetunion, zu den Erdölfeldern am Kaukasus. Erneut hat Stalin wichtige Informationen von der Roten Kapelle ignoriert und einen Großteil seiner Armee zur Verteidigung von Moskau zusammengezogen. So können die deutschen Truppen weite Gebiete im Handstreich erobern. Die 6. Armee rückt Richtung Stalingrad vor, um die dortigen Rüstungsbetriebe lahmzulegen. Der Rest von Treppers Informantennetz in Brüssel hat sich endlich neu formieren können. Gefunkt wird nun von wechselnden Standorten. Und die deutsche Abwehr tut sich schwer mit der Peilung. Die Deutschen waren sehr überrascht, dass hier erneut ein Sender aktiv ist, der anscheinend nach Moskau funkt.
Wir haben schon wieder andere Werte, Herr Oberleutnant. Jetzt funkt er wieder aus der Gegend von Laken. 6 Wochen dauert jetzt schon dieses Katz-und-Maus-Spiel. Nach langer Suche kamen sie am 30. Juni zu diesem Haus. Begrüßt wurden sie von einem Schuster im Erdgeschoss, der ebenfalls zum Netzwerk gehörte. Um sie aufzuhalten, servierte er Kaffee, man unterhielt sich. Aber schließlich gingen sie doch nach oben. Er gibt ihnen seinen Namen, Johann Wenzel, Deutscher, geboren in Danzig. Darüber hinaus würde er nichts sagen. Piepe übermittelt die Personalien sofort nach Berlin. Man hat wohl einen größeren Fisch an der Angel. Wir befinden uns hier an den Gemäuern eines großen Hauses, das seit 1933 die Gestapo beherbergte. Wenzel wurde schwer gefoltert, erklärte sich dann aber bereit, den Code, mit dem er arbeitete, zu öffnen, sodass dann die Funksprüche, die inzwischen aufgefangen wurden, waren auch gelesen worden. Darunter auch ein Funkspruch aus Moskau nach Brüssel. In diesem Funkspruch waren auch die Adressen von Schulze-Boysen und von Kuckow enthalten, die Telefonnummern, sodass also die Gestapo jetzt gewissermaßen einen Faden in der Hand hatte. Westend, Altenburger Allee 19, 3 Treppen rechts, Koro. Charlottenburg, Friedrizia Straße 26a, 2 Treppen links, Wolf. Unglaublich, was? Sitzen die mitten in Berlin und funken für den Feind, diese Schweine. Da haut's dich um, was? Ja, habt ihr denn... Stell dir vor, solche Dreckskerle gibt's tatsächlich. Die armen Schweine vorne halten den Kopf hin und verrecken. Und diese Saukerle spionieren und sabotieren. Hier mitten in Berlin. Habt ihr das heute entschlüsselt? Nee, schon vor gut 2 Wochen. Aber halt die Schnauze. Schulze-Boysen. Ja, kann ich bitte Herrn Oberleutnant sprechen? Wissen Sie, wann er zurückkommt? Und seine Frau? Ach Gott. Nein, danke. Anmeldung Portal 3. Hier ist ein Herr, der möchte Sie sprechen. Und der hat auf Sie nicht Zeit. Gut, ich komme. Kommen Sie, meine Herren. Super. Herr Oberleutnant. Moment hier, wach. Ich bin gleich zurück.
gnädigster Herr. Ja, bitte. Wir haben einen verfragt. Was heißt das? Er ist am Freitag nicht nach Hause gekommen. Gestern Vormittag habe ich angerufen, auf seiner Dienststelle ist. Und? Ich soll mich ruhig verhalten, es sei eine spezielle Dienstreise. Lips, Sie müssen sich fassen. Warum sind Sie in diese Situation zu uns gekommen? Ich weiß nicht. Ich musste irgendetwas tun. Du fährst mit Ulla an den Grunwaldsee. Und ich fahre in 2 Stunden nach Prag. Motive für den Film suchen. Und Sie, Lips, fahren nach Hause, packen Ihre Sachen und sagen nicht einmal uns, wo Sie Urlaub machen. Am 12. September ist dann mein Vater und meine Mutter und Großeltern und so weiter verhaftet worden, weil da wussten sie offensichtlich, das ist der Funker, ja. Und damit da nichts rauskommt, wurde dann auch erstmal der engste Kreis der Familie mitgenommen, ja. Die wurden dann nach 14 Tagen wieder entlassen und so. Kam man eben über Verhöre weiter und das war ja alles keine konspirative Organisation im klassischen Sinne, sondern es war eben so ein Verbund von Freundeskreisen, die da auch gleichzeitig auch Widerstandsaktionen gemacht haben. Und im November 1942 waren es dann 121 Frauen und Männer, die weggesperrt wurden. Mildred and Arvid fled to East Prussia. Mildred und Arvid flohen nach Ostpreußen. There is some evidence that sie wollten weiter nach Schweden. Trying to escape to Sweden. In Mildred's purse. Mildred hatte noch das Ticket für eine Überfahrt nach Amerika in ihrer Tasche, das Arvid ihr vor dem Krieg gekauft hatte. Herr Oberregierungsrat, Sie werden dringend in Berlin erwartet. Sie und Ihre Gattin. Es kann etwas länger dauern. Mit dieser Szene endet der DDR-Spielfilm über die Rote Kapelle. Die brutalen Verhöre der Gestapo und die Gerichtsverhandlungen bleiben ausgespart. Genauso wie im Westfilm. Als wollte man das Publikum der 70er Jahre schonen. Darunter die damals noch zahlreichen Mitwisser und Mitläufer des Naziterrors. They were taken to Gestapo headquarters. Man brachte sie in die Gestapo-Zentrale. Es gibt Hinweise, dass Mildred bei den täglichen Verhören gefoltert wurde, wie sie es mit Arvid taten. Dennoch verrieten sie niemanden. Auch nicht meinen Großvater Otto Donner, Arvids Kollegen im Wirtschaftsministerium. Mein Vater ist, glaube ich, auch gefoltert worden, so wie wohl auch Harpe Schulze-Boysen und Arvid Harnack, Kurt Schumacher und noch andere. Und es gibt ja auch dieses erkennungsdienstliche Foto, wo man auch Spuren sieht. Meine Mutter ist ja dann auch schwanger in das Frauengefängnis gekommen. Also ich bin da Ende November geboren und meine Mutter
kam wahrscheinlich dann mit mir in das in die Prinz-Albrecht-Straße und dort gab es eben eine Begegnung mit meinem Vater. Und ja, das war das einzige Mal. Die Briefe meiner Mutter, die ich aus dieser Zeit habe, und sie sprach eigentlich immer über das Glück, das sie hatte, was das für sie also auch für ein Erlebnis oder ja, für eine Stärkung war, dass ich da war. Nach der Berliner Verhaftungswelle reiste im Auftrag des Sonderkommandos der SS-Offizier Karl Giering nach Paris. Der mit allen Wassern gewaschene Fahnder hat sich bei der Zerschlagung der politischen Opposition durch List und auch brutale Gewalt ausgezeichnet. Sein Reisepartner ist Hauptmann Piepe von der Abwehr. Er hat die Funkstelle in Brüssel ausgehoben. Nun mehren sich die Informationen, dass in Frankreich ein neues Netz tätig geworden ist. Alles deutet auf zwei Führungsfiguren hin. Zum einen der Petit-Chef, Deckname kennt, zum anderen der Grand-Chef, ein gewisser Herr Gilbert. Herr Gilbert von der Firma Simex gehört zu unseren besten Lieferanten. Wir brauchen Leute, die neue Quellen aufreißen. Dem gewissen Riecher, die heute Baukräne auftreiben, morgen Kipploren organisieren und übermorgen herausfinden, dass zum Beispiel der Zement in Lille billiger zu haben ist als in Bordeaux. Das Kriegsverdienstkreuz sollte man Herrn Gilbert verleihen. Zum Wohl, meine Herren. Wo wohnt er? Das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Herr Gilbert ist fast nie zu erreichen. Auch in der Firma nicht. Wenn er Geschäfte machen will, muss er doch auch zu erreichen sein. Es kommt ganz drauf an, was für Geschäfte, Herr Hauptmann. Nehmen wir an, wir wären deutsche Geschäftsleute und wollten Diamanten kaufen. Industriediamanten im Wert von 3 Millionen. Könnte das Herrn Gilbert reizen? Ja. Also gut, dann arrangieren Sie für uns beide ein Zusammentreffen mit Gilbert, sobald es möglich. Ist das klar? Absolut. Harry Piep lui-même va. Harry Piepe versucht, Gilbert verschiedene Fallen zu stellen. Différents pièges pour essayer de faire venir. Man findet ihn aber nicht. On le trouve pas. Unterdessen merkt Trepper alias Gilbert, dass die Schlinge enger wird. Preisfrage, wie kommt man an den Grand Chef? Über den Petit Chef? Der sitzt in Marseille. In Marseille sind uns die Hände gebunden. Sogar Ihnen, Herr Giering. Wer sagt denn das? Weil Marseille in der unbesetzten Zone liegt? Ja. Herr Piepe, wenn es weiter nichts ist. Haben Sie eine Ahnung, wen wir da schon alles rausgeholt haben? Am 11. November 1942 besetzen deutsche Truppen nun auch den Süden Frankreichs, um die Mittelmeerhäfen zu sichern. Denn inzwischen kämpft in Nordafrika neben der englischen auch die amerikanische Armee. Die Wehrmacht rückte Marseille ein, das letzte Refugium für Exilanten und Agenten. Dem Petit Chef waren sie schon auf der Spur. Sie kannten seinen Tarnnamen, Vincente Sierra. Und dass er mit einer blonden Frau zusammen ist, Margaret Barcha. Eines Tages fühlt sich mein Großvater verfolgt. Vielleicht täuscht er sich. Doch er sieht, wie ihm jemand folgt und kehrt in seine Wohnung zurück.
lui, comme citoyen, entre guillemets, uruguayen, als Staatsbürger von Uruguay protestiert er gegen seine Verhaftung und will mit seiner Botschaft sprechen. Die Polizei ignoriert das und durchsucht die ganze Wohnung. Der Leiter der Pariser Gestapo kommt höchstpersönlich vorbei, um sie abzuholen und sie nach Brüssel zu bringen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Von mir erfahren Sie nichts. Sie haben keine Ahnung, was wir nicht schon alles wissen. Ich verrate keine Genossen. Margaret wusste bislang nicht, mit wem sie all die Jahre zusammengelebt hat. Wie gefällt Ihnen die Landschaft? An diesem Abend muss Margaret meinen Großvater befragt haben, warum sie festgenommen wurden. Er hat Margaret sicher nichts gesagt, um sie zu schützen, wie viele andere. In Brendonk verhört die Gestapo meinen Großvater über Wochen. Er versucht, nichts zu sagen. Ich verstehe Sie nicht, Petit-Chef. Wie können Sie nur so dumm sein und sich das Geschäft vermasseln? Ich rede hier gar nicht vom Erschießen und so. Ich rede nur vom Geschäft. Seit Tagen mache ich Ihnen die schönsten Angebote. Warum wollen Sie nicht mit uns zusammenarbeiten? Der Mann, der in Brüssel gefunkt hat, Wenzel, der war schlau. Der hat gleich gewusst, worum es geht. Deshalb funkt er jetzt weiter Nachrichten nach Moskau. Und wenn du nicht vernünftig wirst, dann funkt der Professor nach Moskau, dass du zur Gestapo übergelaufen bist. Sophia Posnanska hat sich in Brüssel aus Verzweiflung aus dem Fenster gestürzt. Naja, sie war auch Jüdin, wie Margarete Barsa. Sie wusste, was ihr bevorstand. Was hat Frau Barsa damit zu tun? Lassen Sie Margarete aus dem Spiel! Sie ist unschuldig, absolut unschuldig! Mitgefangen, mitgehangen? Sie hatte keine Ahnung, was gespielt wurde. Sie hat mit mir zusammengelebt, das ist alles. Mhm. Für uns kann sie aber auch eine russische Spionin sein und kann dementsprechend behandelt werden, wenn du nicht mitspielst. 10 jours plus tard, les Allemands qui surveillent la Simex de 10 Tage später beschließen die Deutschen, die die Simex bereits lange beobachtet haben, das gesamte Personal zu verhaften. Nachdem Kent und alle Mitarbeiter der Simex verhaftet sind, wird es eng für Trepper. Gehen Sie rauf, beobachtet schon. Aber einige Kontakte in Paris hat er noch. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein. Ja. Darf ich Ihnen noch eine erfreuliche Mitteilung machen? Ihre Beerdigung findet am kommenden Dienstag, punkt 3 Uhr nachmittags, auf dem Friedhof Sainte-Thérèse des Anges statt. Ich darf Ihnen mein herzlichstes Beileid aussprechen. Trepper kam am 24. November 1942 hierher, wenige Stunden bevor er verschwand. Er wusste, dass die Gestapo ihm auf der Spur war und ließ seine Zähne machen, bevor er abtauchte. Tut das weh? Ist dir nun nicht gut? Ich bin etwas überarbeitet. Vielleicht sollte ich auch in Ferien gehen wie Sie. Ich würde es Ihnen nicht wünschen, mit mir zu tauschen. Warum? Es geht mir schlecht. Hundsmiserabel sogar, möchte ich sagen. Das Herz. Blutdruck 220 zu 110, wenn Ihnen das was sagt. Sie müssen eben mal richtig ausspannen.
Es wird Zeit, dass Sie in Urlaub gehen. Ich bin unbewaffnet. Nehmen Sie die Hände hoch. Die Rote Kapelle ist tot, es lebe die Rote Kapelle. Die Russen dürfen um keinen Preis etwas von der Verhaftung ihrer Agenten erfahren. Sie müssen, koste es, was es wolle, weiter auf die Zuverlässigkeit ihrer Leute bauen. Wir lassen an der Spitze der Roten Kapelle wieder den alten Chef sitzen. Sie wollen den Grand Chef? Den Grand Chef wollen Sie umdrehen? L'objectif, c'est pas tellement désinformer Moscou. Es geht weniger darum, Moskau falsche Informationen zuzuspielen, als vielmehr alle herauszulocken. Die Kuriere, Funktechniker, Unterstützer. Um dann ihren Spuren zu folgen, die bis zur Leitung des französischen kommunistischen Widerstands reichen. Wir beide sind doch Profis, Sie und ich. Es wird Ihnen nicht schwerfallen, meine Absicht zu begreifen. Ich würde sagen, der Plan müsste einen Profi doch geradezu begeistern. Ich habe vor, den Funkverkehr zwischen Ihnen und Moskau wieder aufzunehmen. Gering wants Trepper to become actually an agent that pretends to be. Gering will Trepper umdrehen. Er soll tun, als ob er noch frei wäre und weiterhin Informationen nach Moskau senden. Trepper kann Gering im Gegenzug überzeugen, dass die Informationen für Moskau besonders wertvoll sein müssen, damit das Doppelspiel nicht auffliegt. Ein kleiner Sieg für Trepper, der die Aktion von vornherein manipulieren will. Er hat die Wahl, bei diesem Täuschungsmanöver mitzuspielen, um sich damit möglicherweise zu retten. Aber paradoxerweise muss er dafür alle Leute verhaften lassen, die weitergeben könnten, dass er in Gefangenschaft ist. Ich bin bereit, Ihnen vieles zu sagen, aber nicht alles. Ist das eine Basis? Ja, einverstanden. Und noch eine Bedingung. Alle Leute, die Sie schon gefasst haben und die Sie... Die wir mit Ihrer Hilfe noch fassen werden? Keine Hinrichtung, keine Konzentrationslager. Sie eingeschlossen natürlich. Ja, einverstanden. Leiber! Wir müssen mit diesen Herren zusammenarbeiten, André. Mit uns, Herr Katz. Il est obligé de faire arrêter. Trepper muss also einige seiner Gefährten verhaften lassen. Doch zugleich will er sie schützen. Il veut les protéger. Er hofft, den Tod seiner Freunde abzuwenden. Willkommen in Neuilly. Na, was sagen Sie zu Ihrem neuen Domizil? Hier finden Sie die nötige Ruhe und Konzentration für Ihre Arbeit, die Sie für uns so unentbehrlich macht. Sie können sich hier frei bewegen. Allerdings möchte ich Sie bitten, sich nicht der Einfriedung zu nähern. Sie könnten sonst Unannehmlichkeiten bekommen. Spaziergang absolut freiwillig. Von 10 bis 11 und von 4 bis 5. Die übrige Zeit bitte ich Sie, auf Ihren Zimmern zu bleiben und sich zu unserer Verfügung zu halten. Noch irgendwelche Wünsche? Bleibt ihm anders übrig. Und du selbst, Kent? Machst du vielleicht nicht mit?
Die 6. Armee hat Stalingrad in einem mörderischen Häuserkampf weitgehend zerstört. Doch dann wird sie mit einem zangenartigen Gegenangriff eingekesselt. Damit droht nicht nur ihr der Untergang, sondern auch allen Truppen, die weiter südlich die Erdölfelder besetzt halten. Und ohne Treibstoff ist die Niederlage nur eine Frage der Zeit. Adolf Hitler ist außer sich. Und seine Wut richtet sich vor allem gegen jene, die im eigenen Land seinen Krieg in Frage stellen oder gar sabotieren. Die Berliner Widerstandsgruppen wurden von Anfang an als Teil eines sowjetischen Spionagerings angesehen. Damit waren sie praktisch Landesverräter, also dass sie im Dienste einer fremden Macht agierten. Und so fiel die Entscheidung, das Verfahren vor dem Reichskriegsgericht durchführen zu lassen. Das ist insofern natürlich schon etwas Merkwürdiges. Die Frauen waren ja Zivilisten, wie viele andere auch. Die wurden gewissermaßen auch noch in das Kriegsrecht mit einbezogen. Libertas war ja ein sehr lebenslustiger und sehr kreativer Mensch. Der Staatsanwalt Röder wurde, ich weiß nicht, ob er nur bei uns in der Familie oder auch überhaupt als Bluthund ja beschrieben. Er stand letztendlich für all die alten Werte aus der Kaiserzeit, dass die Frau hinterm Herd leben und sich um Familie kümmern sollte und nicht wie Libertas von Haro letztendlich eine offene Ehe, ein freies Leben, wo man auch sagen konnte, was man glaubte. Und dafür sollte eben auch so jemand wie Libertas bestraft werden. Also ich glaube, dass sie lange geglaubt hat, dass sie da ungeschoren da rauskam. Libertas Mutter Victoria hatte eine sehr enge Beziehung zu Libertas und es war Weihnachten. Und sie hat einen Tannenbaum und ein Geschenk mitgenommen und frohen Mutes ist sie dann zum Gefängnis gegangen und wollte das eben Libertas überreichen. Wurde aber dann gleich abgewiesen, das ginge nicht, bis dann jemand sagte, fragen Sie da mal nach. Dann ist sie da und da dann auch hingegangen und dann hatte man ihr gesagt, dass Libertas nicht mehr lebt. Dann stand sie jetzt nun da mit ihren Geschenken und ja, es muss einfach grauenhaft gewesen sein. At the trial, Arvid was given a death sentence. Das Gericht gab Arvid die Todesstrafe. Mildred 6 Jahre Haft. Aber als Hitler davon erfuhr, forderte er ein neues Verfahren. Und da wurde auch Mildred zum Tode verurteilt. In ihrem Fall durch die Guillotine. Es wurden ja insgesamt fast 20 Todesurteile gegen Frauen gefällt, 19. Und darunter eben auch meine Mutter. Und sie war ja erst mit mir dort in dieser Station, in der Entbindungsstation. Und später waren wir, glaube ich, auch in einer gemeinsamen Zelle. Es war nur so, dass eben der Termin feststand. Und dann wurde meine Großmutter, also ihre Mutter mütterlicherseits, wurde dann eben von der Gefängnisleitung dort ins Gefängnis gebeten und dann wurde ich ihr praktisch in einem Kissen übergeben. Es ist natürlich ein Justizmord, weil auch dieses Gericht hatte Ermessungsspielräume.
Im Februar 43 ist die Schlacht um Stalingrad geschlagen. 60.000 deutsche Soldaten sind gefallen, über 100.000 werden in Gefangenschaft sterben. Die Opfer auf russischer Seite sind noch erheblich höher. Etwa 1 Million Tote, darunter fast die gesamte Zivilbevölkerung der Stadt. Der deutsche Generalstab und der Führer beschwören weiterhin den Endsieg. Mit Wunderwaffen und strategischen Winkelzügen. In der Gestapo-Villa geht das große Funkspiel in seine heiße Phase. Nicht nur das verbliebene Informantennetz, sondern auch die Spitzen der französischen Résistance sollen jetzt ausgehoben werden. Kent und Trepper formulieren erste fingierte Nachrichten an die Moskauer Zentrale. Die Verlustzahlen vom April können wir natürlich nur teilweise durchgeben. Halten Sie das für richtig? Ich würde sagen, je höher die deutschen Verluste, desto größer wird in Moskau die Illusion, dass Deutschland den Krieg verliert. In Marseille wird vom Sonderkommando jene Funkstelle in Betrieb genommen, die Kent dort aufbauen sollte. Funkstelle Marseille, wie befohlen, eingerichtet, Herr Kriminalrat. Danke. Und die Zentrale in Moskau schluckt den Köder. Sie glaubt, Kent und Trepper seien immer noch aktiv. Für Otto, dringend. Juliette hat vergeblich versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Nächster Treff mit Richard, 6. August, 20.15 Uhr, chez Pierre. Keinen Vertreter schicken. Keinen Vertreter schicken. Der Grand Chef wird selbst verlangt. Eine Falle? Nein. Ich bin praktisch seit Monaten vom Erdboden verschwunden, das ist es. Die Genossen sind beunruhigt, wenn ich nicht zu diesem Routinetreff erscheine. Allein, selbstverständlich. Dann wissen Sie, dass ich verhaftet wurde. Und wer garantiert mir, dass Sie mich nicht aufs Kreuz legen wollen? Ich. Ah, mein lieber Gilbert. Ich habe Sie ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Was ist los? Haben Sie Schwierigkeiten? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich war nur krank. Ah, dann bin ich beruhigt. Danke. Nehmen Sie Platz. Ja, danke. Was darf sein? Kaffee und Bier. Sehr wohl. Trepper developed this plan to directly warn the outside world in Moscow. Trepper entwickelt den Plan, die Zentrale in Moskau zu warnen, die von der Situation nach wie vor nichts ahnt. Heimlich schreibt er einen Report, was passiert ist, dass ihre Funkmeldungen von der Gestapo diktiert werden und umgekehrt alle Funkmeldungen aus Moskau von der Gestapo entziffert werden können. Trepper hält seinen handschriftlichen Bericht versteckt und sucht nach einem Weg, ihn nach Moskau weiterzuleiten. Er findet tatsächlich einen Weg über eine Frau der Resistance, die in einem Schokoladengeschäft arbeitet. Trepper kann Gehring überzeugen, ihn in das Geschäft von Juliette gehen zu lassen. Sie kennen sich von früher und haben auch zusammen gearbeitet. Er lässt den Report einfach in ihre Hände gleiten, während sie ihm die Schokolade anreicht. Das war's. Sie hat den Report und leitet ihn weiter nach Moskau. Als Treppers Report endlich Moskau erreicht,
ist die Zentrale alles andere als erfreut. Hat man sich doch von Gierings Funkspiel übertölpeln lassen. Aber was tun? Jede Meldung an Stalin könnte tödlich für alle Beteiligten enden. Also macht man weiter, als ob nichts gewesen wäre. Dann fällt in Paris plötzlich der Drahtzieher aus. Gering. Er wird schwer krank nach Deutschland gebracht. Für die Inhaftierten in der Villa ist das ein Schock. Sie werden uns abholen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wir sind zum Tode verurteilt. Ich meine, ich und er. Glaubt ihr, ich bin sicherer als ihr? Gering hat mir sein Wort gegeben, dass die Todesurteile nicht vollstreckt werden. Er kann uns jetzt nicht mehr schützen. Ein Mann wie Gering hat dafür gesorgt, dass sein Wort gehalten wird. Zum Nachfolger von Gering wird Heinz Pannwitz bestimmt. Der SS-Offizier und Kriminalrat hat sich bei der Aufklärung des Heydrich-Attentats in Prag einen Namen gemacht. Zur Vergeltung wurde ein ganzes Dorf zerstört und alle männlichen Einwohner erschossen. Das Massaker von Lidice. Pannwitz wurde befördert. Im August 1943 bezieht er seinen neuen Posten in Paris. Ich bin der Nachfolger von Kriminalrat Gering. Kriminalobersekretär Berg. Sie sehen so deprimiert aus. Haben Sie was? Nein, Herr Kriminalrat. Sie wollen Otto ausführen? In die Apotheke am Bahnhof Saint-Lazare. Er braucht ein Herzmittel, das ihm der Arzt verordnet hat. Das kann doch von Ihnen besorgt werden, deswegen braucht er doch Otto nicht... Otto muss sich ab und zu mal bei seinen Freunden in Paris sehen lassen. Sonst glauben seine Leute in Moskau noch, der Grand Chef existiere nur in Funksprüchen. Ich habe nichts dagegen, dass Otto hier gezeigt wird. Sehr wohl, Herr Kriminalrat. Trepper ging bereits regelmäßig in die Stadt, um sich mit verschiedenen Leuten zu treffen. Er lässt sich also zur Bailly-Apotheke bringen. Allerdings nicht, um Medikamente zu kaufen. Stattdessen ist er hier angeblich mit einem russischen Maulwurf verabredet. Das Treffen soll im ersten Stock stattfinden. Die Atmosphäre ist angespannt, weil am Vorabend Paris von den Briten bombardiert wurde, mit vielen Toten. Plötzlich bricht Unruhe aus und Treppers Bewacher verliert ihn aus den Augen. Gibt's einen Hinterausgang? Wie bitte? Einen Hinterausgang! Und schon erreicht er das Erdgeschoss. Er kennt den Ausgang zur anderen Straße. Aufdenken! Raus! Schauen Sie, dass Sie rauskommen! Wo ist der Kerl untergekrochen? Du bist zum Tode verurteilt, Katz. Wir haben dich nur auf Eis gelegt. Wenn dein Großchef nicht sofort auftaucht, bist du fällig. Wo ist Gilbert? Leopold Trepper hat sein Netzwerk in Paris verloren. Fast alle sind in Haft oder hingerichtet. Er sucht Zuflucht im Freundeskreis seiner geliebten Georgie. Wenig später wird auch sie verhaftet. Trepper hat sich noch rechtzeitig absetzen können. Georgie hingegen findet sich im Konzentrationslager wieder. Wenn Gilbert mit den Widerstandsgruppen Verbindung aufnimmt, dann ist es aus mit unserem Funkspiel. Wahrscheinlich ist Moskau jetzt schon informiert. Wenn ich einen normalen Verbrecher ausschalten will, muss ich ihn erstmal erwischen. Einen Spion aber brauche ich nur unglaubwürdig zu machen. Leuchtet das ein?
Wenn ich Moskau die Nachricht zuspiele, dass der Grandchef ein Dreivierteljahr lang für die Gestapo gearbeitet hat, ist er so gut wie ein toter Mann. Hey. Was ist? Wo ist Pierre? Pierre? Es gibt keinen Pierre hier. Wo Pierre ist? Die Leiner, du Mistkerl, du Schweinehund, du Dreckskerl! Trepper wird nun von der gesamten Resistance als Verräter angesehen. Und geschnitten. Dans les deux films, on voit effectivement les principaux dirigeants. Beide Filme zeigen nur die wichtigsten Anführer, die Chefs. Wenig Aufmerksamkeit wird jenen geschenkt, die dem Netzwerk gedient haben, ob in den Tarnfirmen oder als Informanten. Sie sind im Grunde vergessen. Sie wurden verurteilt und in deutsche Gefängnisse gebracht. Et ensuite ventilé vers les différentes. Die meisten wurden dorthin gerichtet. Avant d'être décapité. Les autres ont été répartis. Die anderen kamen ins KZ. Entre différents camps de concentration. Morgen früh fliege ich nach Berlin. Sie? Von wo aus? Warum? Vergessen Sie's. Haben Sie zurück? Sie kommen doch zurück, oder? Ja. Panwitz, der ja ein Kriegsverbrecher war, entwickelt eine enge Beziehung zu meinem Großvater. Er gesteht ihm, dass er nicht wirklich stolz auf das ist, was er getan hat, all die Gräueltaten. Und er verlangt von ihm, als Kent, das Doppelspiel fortzusetzen. Wenn es ihm durch mich gelingt, den ganzen Untergrund aufzurollen, bin ich das größte Schwein, das je gelebt hat. Vielleicht solltest du fliehen. Mach es wie dein Grand Chef. Solange es Informationen für Berlin gibt, kann das Sonderkommando weiter bestehen. Das ist überlebenswichtig. Meine Großeltern genießen in der Villa nun einige Freiheiten. Und in dieser Zeit zeugen sie meinen Vater. Er wird im April 1944 dort in Neuilly geboren. Am 6. Juni 1944 landen die Alliierten an der Küste der Normandie. Nun weiß auch der letzte Lanzer, was die Stunde geschlagen hat. Alles verlässt Paris. Wir verlegen mit Vorausabteilung lediglich nach Vittel. Sicherheitshalber, nicht? Natürlich. Willst du mitkommen? Sicherheitshalber. Ich räume in Paris auf, solange es noch geht. So wenig wie möglich Kommunisten zurücklassen. Den Rücken frei halten. So lautet die Parole. Pass gut auf deinen Talisman auf. Panwitz bereitet seinen Rückzug aus Paris vor. Treppers alte Freunde, Katz und Großvogel, wurden hingerichtet. Das Funkspiel mit Kent jedoch muss weiterlaufen. Ansonsten droht Panwitz seine Versetzung an die Front. Leb wohl, Margaret.
Margret wird mit ihrem Baby nach Deutschland verbracht. In Friedrichsroda, mitten im Thüringer Wald, sind die sogenannten Ehrengefangenen untergebracht. Die Geiseln der SS. Margret und ihr Kind dienen als Faustpfand, um Kent auf Linie zu halten. Inzwischen überqueren auch Pannwitz und Kent die grüne Grenze nach Deutschland. Mit immer abenteuerlicheren Begründungen hält Pannwitz das Funkspiel am Laufen. Vor allem aber sucht er seinen Hals zu retten. Er führt kistenweise Geheimakten des Sonderkommandos mit sich, als mögliches Präsent für die Alliierten. Sich noch von viel mehr trennen müssen als von ihren Akten. Hat doch alles keinen Wert mehr. Das sind ein paar Sachen, die haben ihren Wert. Pannwitz, Kent und ihr Funker schlagen sich nach Österreich durch. Auf einem abgelegenen Berghof wollen sie bis Kriegsende ausharren. Paris ist zu diesem Zeitpunkt bereits befreit. Leopold Trepper hat sich außerhalb der Stadt ein ganzes Jahr lang verstecken können. Jetzt wagt er sich wieder nach Paris hinein. Mit der Ankunft der ersten russischen Flugzeuge in Paris kehrt Trepper nach Moskau zurück. Schon bei der Landung merkt er, dass es anders läuft als erwartet. Er wird nicht als Held empfangen. Anstelle einer Auszeichnung und der Wiederaufnahme in die oberen Ränge der Kommunistischen Partei wird er in die Lubjanka gebracht, dem furchtbarsten Gefängnis außerhalb Sibiriens. Er wird völlig gedemütigt, muss wochenlang Schlafentzug ertragen und wird gezwungen, nackt unter schrecklichen Bedingungen zu stehen. Er wird in Isolation gehalten. Er war so erschüttert, dass er vor den Ermittlern fast in Tränen ausgebrochen wäre. Aber wie er später sagte, wollte er ihnen diese Genugtuung nicht gönnen. Es ist unglaublich. Die Alliierten befreien nun diesen Teil Österreichs. Und wer wird eingesetzt? Die Franzosen. Und die treffen eines schönen Tages auf einen russischen Offizier. Hauptmann Sokolow von der Roten Armee. Ich habe Befehl, hier alles zu beschlagnahmen und Sie und Ihre Begleiter ins Hauptquartier zu bringen. Was heißt das? Wollen Sie uns verhaften? Ich protestiere im Namen der Roten Armee. Ich führe nur meinen Befehl aus. Kent gibt seine Begleiter als deutsche Widerstandskämpfer aus. Er verlangt, zur sowjetischen Botschaft nach Paris gebracht zu werden. Sie haben Großes für die militärische Aufklärung der Sowjetunion geleistet. Ich bin beauftragt, Ihnen die Glückwünsche des Genossen Direktor zu übermitteln. Er wird sich freuen, Sie und Ihre deutschen Freunde recht bald persönlich in Moskau begrüßen zu können. Auch Kent, alias Gurevich und Heinz Pannwitz fliegen nach Moskau, wo ihre Geschichte nach Kriegsende noch eine erstaunliche Wendung nehmen wird.
In Moskau werden sie schon erwartet. Trepper hat sich mit Kritik an Gurevich nicht zurückgehalten. Doch nun kommt auch der nach Moskau, mit allen Akten des Sonderkommandos. Je nach Auslegung wird der eine wie der andere belastet. Und die Geheimdienstchefs wollen natürlich vertuschen, dass sie sich im Funkspiel haben täuschen lassen. Daher wird die Affäre begraben. Und was wäre passender, als diese beiden merkwürdigen Typen, Gurevich und Trepper, im Gefängnis vermodern zu lassen? De tout ça pour un bon moment en prison. Leopold Trepper wird völlig isoliert in den Tiefen der Lubjanka gefangen gehalten. Gurevich und Panwitz schickt man direkt nach Vorkuta, einem Straflager in Sibirien. Der Krieg ist vorbei. Fast 15 Millionen Soldaten der Alliierten haben ihr Leben gelassen, um den Sieg der Nationalsozialisten zu verhindern. Den überlebenden Spitzen des Nazi-Regimes wird in Nürnberg der Prozess gemacht. Will you give your name, please? Hermann Göring. Was aber wird aus den hunderttausenden Mittätern? Darunter die Verfolger der Roten Kapelle, wie etwa der Kriegsgerichtsrat Manfred Röder. Eine Woche nach Hitlers Selbstmord wurde Manfred Röder in US-Haft genommen. Drei überlebende Mitglieder der Roten Kapelle verklagten ihn. War er doch verantwortlich für die Hinrichtungen aller Mitglieder der Roten Kapelle? Aber Röder konnte die US-Abwehr überzeugen, dass diese drei Kläger sowjetische Agenten wären. Und er könne helfen, dieses riesige Spionagenetz aufzuklären, das in Deutschland immer noch aktiv sei. Der Kalte Krieg ist ausgebrochen. Röder und tausende andere Täter profitieren von dieser unverhofften Wendung. Kapitalismus im Westen, Sozialismus im Osten. Und die Front verläuft mitten durch Deutschland. Agenten, Spitzel und Denunzianten haben Hochkonjunktur. Der Historiker Gerhard Selter untersucht, wie nach dem Krieg SS- und Gestapo-Offiziere sogar den Bundesnachrichtendienst gegründet haben. Der Mythos der Roten Kapelle spielt dabei eine erstaunlich wichtige Rolle. Kurz nach Kriegsende entsteht in Westdeutschland ein amerikanisch finanzierter Geheimdienst, der, wo sich vor allen Dingen ehemalige Wehrmachtsoffiziere sammeln, aber sehr schnell auch Gestapo-Leute, Leute aus dem Sicherheitsdienst der SS, was sich für die Täter damit verbindet. Sie haben, wenn sie sich vor 45 auch die Hände schon blutig gemacht haben, guten Schutz vor Strafverfolgung, indem sie sich in diese Apparate integrieren. Und die beginnen 1949 mit einer Operation gegen die Rote Kapelle. Und was die machen, ist tatsächlich eine Bespitzelung von Angehörigen des Widerstands, aber auch von Verwandten, von Freunden, die mit denen irgendwie in Kontakt gestanden haben, die stehen jetzt auch in Verdacht. Es gibt einen Bericht, der ist fast 400 Seiten lang, der beschreibt, was die Rote Kapelle war und jetzt ist es komplett erfunden. Auf dieser Legende der Roten Kapelle ließen sich auch Karrieren basteln. Also nicht nur, dass ja viele der Akteure dann in Zeitschriften und so weiter und in öffentlichen Versammlungen und so weiter dieses Bild propagiert haben, sich dafür ja auch bezahlt haben lassen. Und dieses Material spielt dann später in der Medienkampagne gegen die Rote Kapelle, gegen den Widerstand wieder eine große Rolle. Wir haben die großen Publikumszeitschriften, der Stern titelt Rote Agenten sind unter uns. Das spiegelt sich wieder in der ARD-Serie aus den 60er Jahren, das spiegelt sich aber auch im DEFA-Film wieder.
immer mit diesem Unterschied, dass es bei den einen dann Verräter bleiben, bei den anderen Helden sind, aber was sie tun und wie sie organisiert sind, also dass sie Spionage betreiben und von Moskau organisiert sind und so weiter, das bleibt. Beide Filme über die Rote Kapelle sind 1970 gedreht worden. Mitten im Kalten Krieg. Die DDR-Produktion heroisiert den Widerstand im 70mm Breitwandformat. Der Fernsehmehrteiler aus dem Westen hingegen inszeniert im Stil des Film Noir ein düsteres Drama um Spionage und Verrat. Für die Dreharbeiten war eigens ein ehemaliger Gestapo-Offizier als Fachberater engagiert. Die Widerstandskämpfer erscheinen hier meist schlecht gelaunt mit Schlapphüten, während gewiefte Gestapo-Kommissare mit ihnen Katz und Maus spielen. Tut mir leid, schneller ging's nicht. Guck auf. Der Name ist doch Bauer, oder? Gott, ja, der Deckname. Aufstellung zur Polonaise! Im DDR-Spielfilm kommt der Widerstand sichtlich optimistischer daher. Ganz wenig. Hier achteten Mitarbeiter der Stasi auf die politisch angemessene Darstellung. Du, mir hat einmal ein ganz alter Erfahrener. Der war schon 1905 dabei. Der hat mir gesagt, zum Funken brauchst du zweierlei. Klassenbewusstsein und ein dickes Fell. So wurde die Geschichte der Roten Kapelle zwischen den Propagandafronten des Kalten Krieges zerrieben. Das reale Schicksal der beteiligten Menschen blieb weitgehend ausgeblendet. Back in 53, Stalin died. 1953 stirbt Stalin. In a new political climate, das politische Klima verändert sich. Ein Segen für Millionen Russen und besonders für Leopold Trepper. Er wird entlassen. Er kann sich frei in Moskau bewegen. Aber er weiß nicht, was mit seiner Familie geschehen ist. Leopold Trepper sucht seine Frau, Luba. Kennengelernt hat er sie schon in Palästina und ist mit ihr dann in die Sowjetunion gezogen. Aber seit ihrem Besuch 1939 in Brüssel hat er sie nicht mehr gesehen. Was Luba zu Hause in Moskau später über ihn erfuhr, war, dass er sich von den Deutschen hat gefangen nehmen lassen. Der monatliche Unterhalt vom Geheimdienst wurde ihr daraufhin entzogen. Seitdem lebt sie mit ihren drei Söhnen außerhalb von Moskau. In einem ehemaligen Stall. Als Leopold sie endlich findet, ist er geschockt. Wie auch vom wachsenden Antisemitismus in der Sowjetunion. Familie Trepper zieht nach Polen. Und dann schließlich nach Israel. Fast 50 Jahre, nachdem Leopold es verlassen musste. Er hat Mächten die Stirn geboten, die stärker waren als er. Und überlebt. Im Herbst 1955 reist Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau. Er will dort die letzten deutschen Kriegsgefangenen auslösen.
Und tatsächlich, ein Jahr später erreichen die Männer ihre Heimat. Irgendwo unter den Heimkehrern befindet sich auch der ehemalige SS-Offizier Heinz Pannwitz, der Leiter des Sonderkommandos Rote Kapelle. Er zieht mit seiner Frau ins beschauliche Ludwigsburg. Nur zwei Straßenzüge weiter wird im selben Ort die Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen eingerichtet. Pannwitz jedoch wird völlig unbehelligt bleiben, wie alle anderen Schergen des Sonderkommandos auch. Meine Großmutter Margaret suchte ihr ganzes Leben lang einen Menschen, der nicht existierte. Sie suchte Kent, Viktor Sokolov, Vincente Sierra, ihre große Liebe. Eine Person, die ihren wahren Namen nie preisgegeben hatte. Sie ist in Brüssel gestorben, in dem Kummer, ihre große Liebe nie wiedergefunden zu haben. Das Todeslager Workuta hat Anatoli Gurevich alias Kent überlebt. 1961 wurde er nach 16 Jahren endlich entlassen. Mit der Auflage, über seine Vergangenheit als Spion zu schweigen. Auch Auslandskontakte sind ihm untersagt. Erst 30 Jahre später, unter Gorbatschow, kann er sich öffnen. Im November 1990 saßen Papa, Mama und ich beisammen. Es wurde ein sehr bewegender Abend. Papa telefonierte und wollte mit Anatoli Gurevich sprechen. Denn endlich hatten wir den wahren Namen meines Großvaters herausgefunden. Papa sagte: Ich bin Michel, dein Sohn. Mein Großvater hat ihm zwei Fragen gestellt. Papa antwortete und plötzlich war es still. Und das Telefonat wurde unterbrochen. Papa rief erneut an. Wir fanden heraus, dass mein Großvater ohnmächtig geworden war. Für mich als Enkel war es prägend, dass wir danach jedes Jahr drei Wochen in St. Petersburg verbrachten, wo mein Großvater seine Geschichten erzählte. Ich war 12, 13 Jahre alt und begann, die Geschichte zu begreifen. Das ist noch ein Originalzettel von meiner Mutter aus dem Gefängnis vom Februar 1943, wo sie noch mal so eine Art Message oder Gedicht hat. Das ist praktisch etwas, wo ich immer dachte, vielleicht ist es was für mich, eine Botschaft. Ja, dort steht: Kämpf für das, was wert und mehr. Stirb, wenn es das Sterben gilt. Dann fällt das Leben nicht so schwer und der Tod ist mild. Februar 1943. Es ist an sich keine traurige Botschaft. Und insofern begleitet mich meine Mutter und mein Vater, die lassen mich irgendwie nicht los.
auch wenn es nun langsam 75 Jahre her sind.